Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von Flugmodellen. Das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her. Ich bin auch ein klein wenig aufgeregt, aber das hat eher etwas damit zu tun, weil ich hier den Twin Shark von Cavan habe. Aufgeregt, weil dieses Modell mit 2,70 Meter Spannweite, ja, das gehört so ein bisschen in den Bereich von Lentos oder Fox von FMS, Lentos von Multiplex. Die haben ja 3 Meter Spannweite. Der Twin Shark hat 2,70 Meter. Ist das also ungefähr das, was die beiden anderen Hersteller auch haben und wäre dann der Twin Shark der dritte im Bunde oder eben doch eher ein etwas anderes Modell? Schauen wir mal genauer rein und gucken uns an, was Cavan sich hier beim Twin Shark ausgedacht hat. Ja, wie das nun mal eben auch normal und üblich ist, alles gut in so einem Schaumstoff-Inlay verpackt, auch recht ordentlich, also beim Transport passiert da eigentlich nichts. Jetzt haben wir dabei eine kleine Broschüre zum Original und dann haben wir hier auch schon, sehe ich, die Anleitung. Die ist vermutlich mehrsprachig, gucken wir mal rein, auf jeden Fall bebildert, wo die einzelnen Bauschritte zu sehen sind. Und das wird dann sicherlich auch beschrieben sein. Ich gucke mal, ob ich hier auch deutschsprachige Hinweise finde. Ja, da. Mit dabei sind, das sind die technischen Daten. Und irgendwo sind doch sicherlich auch, da sind sie. Einstellwerte sind zum Beispiel gegeben für die Ruderausschläge. Und Schwerpunkt wird dann sicherlich auch irgendwo stehen. Wenn ich das richtig interpretiere, sind hier sogar noch Angaben zur Programmierung. Ist alles eigentlich dabei. Wenn ich das noch mal kurz vergleiche mit den wenigen Bauschritten, die hier in Anführungsstrichen, Bauschritten, da ist ja nicht viel zu machen. Also von daher glaube ich, dass der Twin Shark von Cavan auch relativ einfach und schnell zusammenzubauen ist. Das ist alles aus EPO geschäumt. Und von daher hat das eine sehr schöne glatte Oberfläche. Man sieht hier auch von diesen von der Produktion ganz wenige von diesen typischen Blasmustern. Wenn ich das richtig erkenne, dann ist hier auch noch eine Verstärkung im Höhenleitwerk drin. Aus, ich nehme mal an, CFK oder schwarz eingefärbten GFK. Hier auf jeden Fall ist auch noch mal über das komplette Ruder eine CFK-Verstärkung, sodass das dann auch über die gesamte Fläche mitgenommen wird. Ja, das geht auch relativ leichtgängig. Gucken wir mal weiter. So, hier in der Hand der Rumpf. Der dürfte so eine Länge von ca. 1,30 haben. Ich schreibe das direkt ins Video hier unten rein, wie viel das genau sind. Und ja, weitgehend vorgefertigt, also wie man das eigentlich auch von so einem Fertigmodell erwarten würde, ist hier das meiste eigentlich schon vom Hersteller erledigt. Bauen ist hier nicht, das ist eher ein Zusammenstecken. Was haben wir? Wir haben hier schon den fertig installierten Antrieb mit, ja, das müssten so irgendwas zwischen 12 oder 11 Zoll mal wahrscheinlich 6 bis 8 Zoll sein. Dahinter ist ein Brushless-Motor, das weiß ich. Und mit dabei ist auch der Brushless-Regler. Jetzt gucke ich mal, ob ich das einfach... Oh, das geht einfach. Also das sitzt hier fast schon ein bisschen sehr locker. Wir haben hier hinten Magnete. Darüber wird das gehalten. Und vorne wird das einfach nur eingehängt. Also das ist schon alles. Der Regler, von dem ich eben gerade sprach. Und ich drehe das mal in die Kamera, dass man das vielleicht so ein bisschen sehen kann. Hier bereits fertig verbaut der Brushless-Regler. Dann ist hier vorne auch das Akkufach. Was kommt da für ein Akku rein? Ein 4S Libo wird empfohlen. Kann man auch direkt beim Hersteller bei Cavan bestellen. Ist nur so ein Würfel und der soll dann da auch entsprechend reinpassen. Mal sehen, ja, wenn ich jetzt hier die Klettbänder vernünftig lösen würde. Ja, das würde auch gehen. Das sitzt aber auch relativ locker, also da muss man auch irgendetwas machen, dass der Akku hier nicht zu sehr hin und her flutscht. Vielleicht steht aber auch noch Näheres in der Anleitung, sodass der auch wirklich sicher fixiert werden kann.
aus. Wir haben hier auf jeden Fall eine Akkurutsche aus Holz. Da kann man nochmal zusätzlich Klett anbringen, um diesen Akku auch garantiert sicher zu fixieren. Hier hinten würde der Empfänger reinkommen und hier sind dann auch schon die Anschlüsse anschlussbereit für Querruder und die Landeklappen. Also es ist ein Vierklappensegler und das ist hier alles so etwas lose ausgeführt. Was hier allerdings zu sehen ist, das sind, das müsste, das lackiertes Alu, nehme ich mal an, der Teil der Tragflächensteckung, die ja fest mit dem Rumpf verbunden ist. Und das Ganze wird geführt, ja, das kann man vielleicht gar nicht so richtig in der Kamera sehen, aber hier, da ist ein sehr massives CFK-Rohr. Ich weiß nicht, kann man das einfangen irgendwie? Ein bisschen schwierig, ne? Also auf jeden Fall dieses CFK-Rohr, das geht gefühlt von hier bis, ja weiß ich nicht, also irgendwo hier in dem Leitwerksausleger, vielleicht sogar bis hier hinten. Also ich traue mich das jetzt einfach mal. Das ist wirklich steif. Da kann man gar nichts biegen. Also das geht garantiert bis hinten durch. So, wo ich dann auch schon mal hier hinten bin, da habe ich auch da. Das Seitenruder ist schon fertig. Sprich, hier ist das Servo schon eingebaut und sogar schon das Gestänge angeschlossen. Ich müsste dann in dem Moment lediglich noch die Steckverbindung zum Empfänger herstellen und dann wäre das Ganze auch schon betriebsbereit. Da hier hinten, was haben wir hier? Da ist die Aufnahme für das Höhenleitwerk Servo, Entschuldigung, fürs Höhenleitwerk. Und das Höhenleitwerk Servo, deswegen bin ich eben kurz durcheinander gekommen, das ist hier hinten auch schon mit drin eingebaut, aber natürlich noch ohne die Anschlüsse, also da muss noch ein Ruderdraht angeschlossen werden und dann kann das Ganze hier, zack, fertig. Hier oben mit zwei Nylonschrauben befestigt und dann hält das auch. Interessant finde ich, dass wir hier einen relativ großen Bereich auch freigelegt haben, damit die Ruder auch einen entsprechenden tiefen Ruderaufschlag haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so viel erforderlich ist. Gut, das müsste man dann natürlich dann im Flugtest herausfinden. Ich sehe hier die ganze Zeit so eine Plastikwanne. Ich habe mich eben schon gefragt, wofür diese Plastikwanne erforderlich ist. Das ist, wenn man das Modell zum Bauchrutscher bauen möchte. Das heißt, hier sind so kleine, hier ist so eine kleine Riefe, so eine Rille eingelassen. Das müsste man sicher freischneiden. Und dann würde diese Kontur zur Kontur hier unten am Rumpf passen, dort. Dann wird das hier drüber geklebt. Und an der Stelle befindet sich auch ein Fahrwerksschacht. Und hier ist auch das passende Rad. Wahrscheinlich, ja genau, da sind noch zusätzliche Teile. Ich nehme mal an, dass man optional entweder das Ganze mit diesem Fahrwerk ausstatten kann, das aber auch ungefedert sein dürfte. Ja, das ist ein starres. Oder aber eben, wenn man das zum Bauchrutscher machen möchte, dann nimmt man zum Schutz des Bodens einfach hier dieses Plastikteil. Ja, das ist eine ziemlich schmale Fläche und ich habe ja auch ein Unboxing-Video gemacht zu einem anderen 3-Meter-Modell, das ich hier von der Veta, den Lentos von Multiplex, und da ist die Flächentiefe viel größer. Die Spannweite nochmal um 15 cm mehr. Also ich würde sagen, das gehört nicht ganz zu dieser 3-Meter-Klasse, ist aber relativ nah dran. Auch der Rumpf so vom Volumen her ist etwas kleiner als bei den anderen Modellen. Erst recht, wenn man das mal vergleichen würde mit dem Fox von FMS. Also das ist ein richtig voluminöser Rumpf. Das ist ja auch ein Kunstflugmodell. Der Maßstab ist auch deutlich größer. Liegt in der Natur der Sache. Und man kann es auch am Gewicht festmachen. Der Fox wiegt, glaube ich, fast 5 Kilo. Und dieses Modell hier, die Twin Shark von Caravan, soll am Ende so knapp 2,5 oder sogar ein bisschen weniger wiegen. Also ist deutlich leichter, aber auch hier wieder die Fläche, das ist eigentlich recht schön gemacht. Das ist von der Oberfläche her sehr gut. Und wenn ich das richtig erkenne, dann sind hier auch wieder, da ist, meine ich, eine Verstärkung. Sicherlich auch wieder aus TFK oder schwarzlackiertem TFK. Und hier müsste auch etwas sein. Also das ist dann sicherlich auch wieder eine sehr steife, vielleicht sogar, man kann es ein bisschen verdrehen, aber das ist gar nicht so viel. Also das ist wirklich fest, da kann ich nichts biegen. Das ist,
traue ich mich ja sonst nicht unbedingt so bei so einem Unboxing-Video, aber also das hält. Mit dem Modell, auch wenn ich jetzt natürlich einfach mal mutmaßen muss, ich glaube schon, dass man das noch ein bisschen noch laufen lassen kann. Also es hält schon was aus. Das darf auch gerne schneller fliegen. Ich sehe, dass wir hier ein Winglet haben, das ist aus Plastik. Das ist hier nochmal an die Kontur auch so ein bisschen so, ja, wirklich so angeklebt und auch der Form folgend. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Optisch sieht das schon mal sehr gut aus. Dann, wie gesagt, vier Klappenflügel. Hier sind auch die Servos schon entsprechend eingebaut. Schon mit den Lenkgestängen versehen. Da braucht man lediglich noch hier die Kabel zu den Kabeln aus dem Rumpf führen, zusammenstecken. Und dann steht auch schon die Verbindung. Ah, ich hatte ja gesagt, genau, jetzt wo ich sehe, CFK. Also hier ist ja auch einer der, das sind dann Vierkantstäbe. Da ist noch der zweite. Und die kommen dann auch direkt da in den Rumpf rein. Ja, es ist ja so wie immer, ne? Ich bin dann ja auch ein bisschen neugierig und möchte schon wissen, wie sieht denn jetzt dieses Modell aus, wenn man es zusammenbauen würde. Das mache ich jetzt auch wieder. Einfach hier so zusammenstecken. Passt auch da rein. Arretiert bzw. befestigt wird das Ganze darüber, dass hier später eine Nylonschraube reinkommt. Und dann beide, ich kann das hier vielleicht nochmal zeigen, Nylonschraube kommt da rein und greift dann hier in diese Zunge. Dadurch wird das Ganze gehalten. Hier, oder? Und jetzt hier hinten noch. Fertig. Naja, fast. Also, hier ist noch ein bisschen Programmierarbeit erforderlich. Der Akku ist noch sicher zu befestigen. Leitwerk festschrauben, Tragflächen festschrauben. Ja, aber vom Prinzip ist es das eigentlich gewesen. 2,70 Meter Spannweite, das ist schon gar kein kleines Schaumodell mehr. Also das hat schon gute Dimensionen. Wiegt nicht so viel, dürfte, ich denke mal, Arounder-Quantitäten mit sich bringen. Ob ich damit richtig liege, ja, das wird sich dann eben zeigen im Testbericht. Und der Testbericht erscheint dann in einer kommenden Ausgabe von Flugmodellen.